An was kann man sich noch orientieren? Suche meinen Wegweiser tief in mir und da passiert, dass man sich selbst mal verliert. Auf Taktik zu konzentrieren gehört zu meinem Ziel, doch auf Offenheit zu setzen ist der Weg. Die Richtigkeit des Weges wird durch ein Ziel definiert. Doch woher die Richtigkeit dessen? Und was ist, wenn das Ziel auf dem Weg explodiert? Hä? Und was ist, wenn das Ziel auf dem Weg explodiert? Ganz apathisch in einer Stufe schmelzt und grad so Stift zu Papier. Bevor ein Marionettentanz geschieht, leg mich wieder hin, lese drei Worte, obwohl ich mich nur auf den Umschlag konzentriere. Steh auf und bemerk, wie ich im Lotus sitz, alles verliere. Aktion, Reaktion, doch für was kein Bock, immer die Wahrheit zu spiegeln. Sie ist hässlich und ekelhaft, im Stacheldraht ein Igel. Wie können Leute sich freuen auf nen Tag? Lauf in Beats aus der Hand feste, kann meine Hand noch bewegen, doch das reicht nicht zum Rappen. Ach ja, die Worte wie ein Wasserbett, mir wird schlecht und schon nix wie ein Fuck, die Spitzen reingesteckt, was für ein Pech. In seiner Ruhe zu ertrinken, in der Ruhe liegt die Kraft, doch nur dafür nach Atem zu ringen. Du sagst egal was ist, mein Lächeln setzt, doch ich selbst merke, dass nicht nur wie ein Haken meine Mundwinkel nach unten zieht. Spaß krieg ich manchmal für 2-10, vom Weed mein Paranoia. Theater ist gut, auch mir oft zu teuer. Ein Glücksspiel der Synapsen, doch irgendwelche Affen fangen an, selbst in der letzten Reihe noch Moral zu erschaffen. Aus meiner Nase tropft Ekel, aus meinem Mund fließt Ekel, aus meinen Ohren quillt Ekel. Trotz alles aus, nur noch wenige Tage, ich komm wieder in Bewegung, kann alles machen und gleichzeitig nix. Ein repräsentativer Satz, der auf Ego-Trips zutrifft. Und um das zu verkraften, bin ich meist zu dicht. Man kommt nicht in Gang, wenn man als Zeit nur bezahlt und beschäftigt ist. Doch woher wissen, was der richtige Gang für die Achterbahn ist? Wir brauchen unsere Leben nicht vergleichen. Du machst Mathe und ich schmeiß deine Frage in eine vergoldete Scheibe. Du hast auf den Zug gewartet, sorry, ich saß auf den Gleisen. Die Musen werden nach und nach am Filter digitaler Welten hier fressen. Und ich zweifle an mir und Komplexen, während ich in den Seilen hänge, hängen sie im Netz rum. Kann mich weder verbinden, noch das WLAN kappen. Was soll ich machen? Nicht mal Dreck aufwischen kann man mit all diesen Lappen. Kann ich immer warten, bis ich in die Buch gebeten werde. In der Zeit vergesse ich, was ich zu reden hatte. Und verliere mich in dem Kopf ohne Gedanken, einem leeren Raum und Problemen von anderen. Yeah, yeah. An was kann man sich noch orientieren? Suche meinen Weg, weiße tief in mir und da passiert, dass man sich selbst mal verliert. Auf Taktik zu konzentrieren gehört zu meinem Ziel, doch auf Offenheit zu setzen ist der Weg. Die Richtigkeit des Weges wird durch ein Ziel definiert. Doch woher die Richtigkeit dessen? Und was ist, wenn das Ziel auf dem Weg explodiert? Ja. Yeah. Seine treuen Augen gucken mich an. Er meint irgendwas, was ich niemals fassen kann. Deswegen kleid ich es in Liebe und ich hänge an ihm, wie er es antrieb. Gefühlsmäßig sind die meisten hängen geblieben. Bin wieder am Mauern bauen, nachdem ich über tote Ego schlappte. Hab mich selbst gekillt mit chemischen Waffen. Lang war die Tinte leer, lang ließ ich die Sitzung hier warten. Mein Befreiungsschlag übertönt die Kirche und Glocken. Alles zicken, selbst auf Wildbahn, doch nur ich kann's verbocken. Nur ein paar Worte, ich flehe auf Knien in der Krähe. Arme zum Halten, Wünsche zum Boxen. Doch Träume halten am Gängelband, aus dem ist dann eine Leine ohne E geworden. Mag das Weltfremde und mit Fehlern kokettieren. Hast es auch ne Schubkraft, den Radius zu intensivieren. Stark wie nie, doch allein wie immer. Fünfmal umgeräumtes Träumezimmer regelt den Dimmer zu Stroboskop. Mein Horoskop verrät, dass ich mich selber anlog. Haha. Wenn du Esoterik bist, behalte es bitte für dich. Ich glaub erst an deine Existenz, wann dein Mondzeichen Kreislauf meine Galaxie durchbricht. Und dann nicht zu fertig ist, um einfach zu kuscheln oder so. Doch der Ellenbogen landet in deinem Gesicht. Dein blaues Auge wird zu einem lila Dritten. Er wacht im roten Licht. Ja, yeah, ja. Yeah. An was kann man sich noch orientieren? Suche meinen Weg, weiß er tief bei mir und da passiert, dass man sich selbst mal verliert. Auf Taktik zu konzentrieren, gehört zu meinem Ziel, doch auf Offenheit zu setzen ist der Weg. Die Richtigkeit des Weges wird durch ein Ziel definiert. Doch woher die Richtigkeit dessen? Und was ist, wenn das Ziel auf dem Weg explodiert? Ja? Und was ist, wenn das Ziel auf dem Weg explodiert? Was ist, wenn das Ziel auf dem Weg explodiert?